Exoderblog Echte Gerichtsurteile. Ich bin Anita Farke und freue mich, spannende Urteile aus dem Leben zu präsentieren. Die Meinungen in der juristischen Welt sind geteilt. Einige sehen in dem Urteil ein starkes Signal gegen wirtschaftskriminelle Taten, während andere es als überzogen und potenziell ungerecht empfinden. Der Bundesverband der Strafverteidiger äußerte sich kritisch und verwies darauf, dass die Verteidigungsrechte des Angeklagten nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Zusammenfassung und Ausblick. Der Fall 5 ist der R-298-24 und das damit verbundene Urteil haben ein starkes Medienecho ausgelöst und könnten als wichtiger Präzedenzfall im deutschen Strafrecht dienen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob und wie die angekündigte Revision verläuft und welche juristischen und gesellschaftlichen Diskussionen sich daraus ergeben. Insgesamt bleibt zu hoffen, dass die gestärkte Rechtsposition der Geschädigten eine positive Signalwirkung hat und dazu beiträgt, das Vertrauen in die deutsche Justiz zu festigen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.